Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um die Nachteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements. In einer der ersten Episoden haben wir bereits den Nutzen und die Vorteile und das, warum ein BGM wichtig ist, behandelt. Und heute geht es genau um das Gegenteil, nämlich die Nachteile. Als kleiner Spoiler vorneweg, das hier wird vermutlich die kürzeste Episode, seit es diesen Podcast gibt. Denn nach langer und reichlicher Überlegung, was denn die Nachteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind, habe ich lediglich drei verschiedene Faktoren gefunden. Und auch eine ausgiebige Recherche hat nichts gebracht. Ich habe keine weiteren Nachteile gefunden. Von daher wird diese Episode hier kurz und schmerzlos. Nachteil Nummer 1. Wenn ich BGM intern alleine umsetze, ist der Nachteil, dass ich damit natürlich personelle Ressourcen binde. Die personellen Ressourcen, die ich in dem Fall dann binde, sind für andere Umsetzungsressourcen dann nicht mehr zur Verfügung. Und das sollte euch bewusst sein, BGM ist nicht einfach mal so nebenbei gemacht, was leider häufig der Fall ist, dass gesagt wird, so Personalabteilung, das Thema BGM passt da gut rein, macht das mal mit. Und wenn es da einfach keinen Verantwortlichen und vor allem auch keinen geschulten Mitarbeiter gibt, der da diese Dinge umsetzen kann und umsetzen will, dann verbrennt man da definitiv personelle Ressourcen und das kostet natürlich Geld. Geld ist Punkt Nummer 2. Ihr könnt versuchen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit keinem Budget aufzubauen. Das geht teilweise durch Ausnutzung von Krankenkassen, Unterstützung und Kofinanzierung, aber ihr werdet damit auf Dauer kein nachhaltiges und ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement aufbauen. Wenn ihr wirklich was reißen wollt, wenn ihr den Krankenstand senken möchtet, wenn ihr die Fluktuation senken möchtet, wenn ihr die Motivation und Teambildung und Kommunikation erhöhen müsst und wollt, dann kostet das nun mal Geld. Aber ihr müsst das Ganze einfach als Investition sehen. Ihr seid Unternehmer. Ihr seid Unternehmen und ihr müsst einfach investieren und dann wird es langfristig gesehen natürlich auch die Erträge bringen. Und langfristig gesehen ist der Nachteil Nummer 3. Die Investition ist nicht, dass ich sie heute tätige und morgen direkt Ergebnisse sehe. Wenn ich eine Werbeanzeige als Unternehmen schalte, dann habe ich morgen vielleicht schon die ersten Ergebnisse in Form, dass die Kunden mich anrufen und ich erste Umsätze generieren kann. BGM ist langfristig angedacht. Ihr werdet nicht heute einen Vortrag halten und morgen ist die Welt verändert. Dieser eine Vortrag, der heute vielleicht stattfindet, der verändert in gewisser Art und Weise Denkprozesse bei den beteiligten Mitarbeitern. Aber die werden nicht morgen früh auf Arbeit kommen und sind ein völlig veränderter Mensch, sondern das braucht seine Zeit und steht der Tropfen höhlt den Stein. Und so sollte BGM nicht nur auf Kennzahlen, Daten, Fakten basierend aufgebaut sein, sondern immer ganzheitlich betrachtet sein. Natürlich sollt ihr auch den Krankenstand erheben, aber ihr werdet nicht heute starten mit BGM und nächsten Monat habt ihr dann den Krankenstand von 15% auf 5% gesenkt. Das ist selten bis nie der Fall, sondern ihr senkt die über die nächsten Wochen, Monate, Jahre hinweg Stück für Stück. Auch ein Image als attraktiver Arbeitgeber ist nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern das ist ein Prozess. Und Prozesse brauchen einfach ihre Zeit. Und das war's auch schon. Mehr ist mir nicht eingefallen. Man braucht entweder personelle Ressourcen, indem man die eigenen Mitarbeiter einbindet, oder alternativ brauche ich finanzielle Ressourcen. Also beides eigentlich. Häufig die meisten Anbieter, die BGM anbieten, brauchen trotzdem einen internen Ansprechpartner und die kosten Geld. Und wenn ich alles alleine umsetze, dann kostet mich auch das Personalkosten. Also es kostet immer Geld und es kostet auch immer Personen. Und selbst wenn ihr eine Krankenkassenfinanzierung oder eine Finanzierung von einer Kasse bekommt, auch da müsst ihr euch mit denen zusammensetzen. Und auch da verbrennt ihr idealerweise im positiven Sinne personelle Ressourcen. Ja, und dann dauert das seine Zeit. Rom ist auch nicht an einem Tag entstanden. So, wenn euch diese drei Nachteile im Vergleich zu den vielen, vielen Vorteilen wie Senkung des Krankenstandes und damit auch Einsparungen, wie
Senkung von Fluktuation und damit auch eine bessere Teamstimmung, wie Unternehmensimage, wie attraktiver Arbeitgeber, wie Produktivitätssteigerung. Wenn euch das betrifft, wenn ihr da Probleme habt, dann solltet ihr einfach das Geld und die Zeit in die Hand nehmen, um in einem BGM zu investieren, weil das bringt euch einfach aufs nächste Level. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Marketing. Wenn du sagst, du erzielst keine Umsätze und deswegen sparst du am Marketing, dann wirst du danach nicht mehr Umsätze erzielen. Das, was du dann am Marketing sparst, führt dazu langfristig gesehen, dass die Umsätze noch mehr sinken. So, und so ist es auch mit dem BGM. Wenn du nicht bereit bist, in das BGM zu investieren, dann wirst du auf kurz oder lang nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Heißt es immer wieder. So, in diesem Sinne, kurz und schmerzlos, einer der kürzesten Episoden im BGM-Podcast. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und hat dir einen gewissen Mehrwert geboten. Wenn ja, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast-App. Du kannst jederzeit unseren Newsletter abonnieren, selbstverständlich auch das Abo des Podcasts als auch des YouTube-Kanals. Wenn ihr Fragen habt, immer raus damit an die info@outness.de. Und ja, das war's soweit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sportfrei.